Hallo liebe Freunde vom Luftgewehrshop. Heute möchten wir Ihnen die Walter P38 CO2-Pistole für 4,5 mm Stahlrundkugeln vorstellen. Die P38 ist ein sehr gelungener Nachbau der berühmten Walter Militärpistole. Die Walter P38 ist eine Vollmetallausführung und sie kann, wie das Original, in ihre Baugruppen zerlegt werden. Doch dazu später mehr. Die CO2-Pistole wiegt ca. 730 Gramm und hat eine Gesamtlänge von 211 mm. Der Lauf misst 120 mm. Sie verfügt über voll funktionsfähige Bedienelemente der Laufverriegelung, der manuellen Sicherung, dem Schlittenfanghebel, einem beweglichen Hahn und einem beweglichen Schlitten. Drücken Sie die Magazinverriegelung leicht nach hinten und entnehmen Sie das Magazin. Dieses fast 20 Schuss Stahlrundkugeln im Kaliber 4,5 mm BB. Einfach zu laden, den Zubringer nach unten drücken und einrasten lassen. Dann die 20 Rundkugeln ins Magazin einfüllen. Wir kürzen das Ganze jetzt ein wenig ab. Und den Zubringer wieder nach oben bewegen. Jetzt setzen wir die CO2-Kapsel ein, dazu die linke Griffschale lösen, die Ansteckschraube etwas herausdrehen. Verwenden Sie möglichst ein bisschen Silikonöl für die Dichtung, bevor Sie die Kapsel einsetzen. Das hat den Vorteil, dass die Kapsel dicht abschließt und dass die Dichtungen geschmeidig bleiben. Jetzt die Anstechschraube so weit andrehen, bis das CO2 anfängt zu zischen und dann noch handfest zudrehen. Anschließend die Griffschale wieder aufsetzen und festdrücken. Magazin einführen, durchrepetieren, entsichern und die Waffe ist feuerbereit. Bevor wir die P38 jetzt zerlegen, zeigen wir Ihnen hier die Verschlussfeder. Ein kleines, aber gemeines Teil. Diese springt Ihnen beim Abnehmen des Schlittens gerne einmal weg, also Vorsicht. Jetzt zerlegen wir die P38 in ihre Hauptbaugruppen. Erst das Magazin entnehmen, dann schwenken Sie den Verriegelungshebel nach vorn und ziehen den Lauf heraus. Sie sehen auch hier die beweglichen Elemente. Achtung, jetzt kommt die Sache mit der Feder. Umfassen Sie den Schlitten mit der rechten Hand und ziehen diesen dann nach hinten. Jetzt leicht anheben und nach vorne abziehen. Da ist die Feder. Nun sehen Sie die im Griffstück untergebrachten Funktionselemente wie das Ventil und den Auslösemechanismus. Als nächstes bauen wir die P38 wieder zusammen. Dazu den Schlitten in die Führung ansetzen, nach hinten ziehen, leichter Druck drauf und nach vorne schieben. Jetzt sehen Sie die Öffnung, in die wir die Verschlussfeder wieder einsetzen müssen. Dazu schieben Sie den Schlitten wieder nach vorne, dass ca. 1 mm Luft ist und das Loch frei ist. Nun die Feder einsetzen mit leichtem Druck und jetzt mit einem spitzen Gegenstand oder einem kleinen Schraubendreher die Feder vollständig versenken. Schieben Sie den Schlitten jetzt ganz nach vorne und die Feder ist untergebracht. Nun den Lauf wieder einschieben und die Verriegelung schließen. Magazin einführen. Einmal durchrepetieren und Sie können schießen.
sicheren Mögen. Und so folgt Schuss auf Schuss. Sie können die CO2-Pistole Walther P38 bei uns im Onlineshop frei ab 18 Jahren kaufen. Besuchen Sie uns unter www.luftgewehr-shop.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.